So, hallo. Hier möchte ich euch mal mein Spiel vorstellen, was ich eigentlich am meisten spiele. Das nennt sich Shot Online. Ist ein Golfspiel. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Square, dem Platz. Hier wird gehandelt, geredet. Tja. Man kann verschiedene NPCs ansteuern, um verschiedene Sachen zu machen, Quests und dergleichen hier ausführen, annehmen. Ja, dazu kann ich später gerne nochmal ein Tutorial machen, was man hier alles so tun kann. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir sind nur mal kurz an, moderieren das Spiel. Jetzt ist hier auch gerade absolut nichts los, weil wir haben es gerade um 5 Uhr morgens. Das heißt, die meisten schlafen jetzt. Normalerweise ist hier sehr viel Getummel. So, ich will mal auf die Golfbahn gehen und euch mal unseren Hauskurs zeigen. Ich bin ja bei den Black Tigers, bei der Black Tigers Gilde. Und dann möchte ich euch mal kurz ein bisschen was vom Shot Online allgemein erstmal vom Golfen und gleich mal was von unserem Hauskurs zeigen. Machen wir ein kurzes Dreiloch. Da könnt ihr mal sehen, wie das so funktioniert hier. Also hier unten hat man den Schlagpegel. Hier hat man den. Hier kann man den Spin einstellen. Und hier hat man die Schlägerauswahl. Jetzt hier ein bisschen Backspin reinmachen, dadurch verändert sich die Position, wo der Ball aufkommen muss, der sogenannte Zielkreis. Ist dazu da, um zu sehen, wo der Ball landet. Vorausgesetzt, es sind optimale Bedingungen. Aktuell haben wir hier 22 Grad und Wolken, 0,5 Rückenwind. Die Wolken sind so etwa mit 1,6 Gegenwind zu berechnen. Pro Grad kälter von 25 Grad kann man sagen 0,1 Gegenwind circa. Ist aber nur grob jetzt gesagt. Der ist schön gelandet, das wird ein Igel. Bam, drin ist er. Ja, der Hauptbestandteil dieses Spiels ist das Leveln. Im Grunde genommen spielt man auch selten alleine. Das macht man nur, wenn man sein HC verbessern will. Sein Handicap oder Tests und Quests erfüllt. Ansonsten spielt man hier entweder zu zweit oder gleich zu viert im Vierspieler-Team gegen Team. Zeige ich euch alles noch, kommt noch in späteren Videos. Ich will ja nur mal ganz kurz zeigen, wie das hier überhaupt aussieht mit dem Golfen. Das war schlecht, ich hatte Backspin drin, das hätte ich nicht machen sollen, da es da bergauf geht. Ich habe es trotzdem mal gemacht. War ein Fehler, ich hätte jetzt eigentlich Frontspin nehmen müssen, beziehungsweise den Spin ganz weglassen müssen. Gucken wir mal, ob ich den trotzdem reinbekomme. Nein.
seht schon, hier ist Regen. Und 4,5 Meter pro Sekunde Seitenwind. Und keine schönen Bedingungen. Ja, das Putten macht mir in dem Spiel sehr großen Spaß. Auch wenn ihr das mal testen solltet, schaut online am Anfang, ist es noch sehr schwierig, weil die Charakter, wenn man einen erstellt, noch so wenige Punkte haben hier, die man verteilen kann oder die besitzen, dass das Spielen sehr, sehr ungenau ist. Ich habe mich am Anfang gewundert, als ich das Spiel begonnen hatte, dass nichts funktionierte. Das ist ganz normal. Mittlerweile bin ich jetzt Level 100, stehe an der Schwelle zwischen Level 101. Ich muss dazu Qualifikationstests erfüllen, die teuer sind. Zap, der war drin. Ja, gucken wir noch mal kurz in die Game List, wie das aussieht hier. Früh ist um 5. Ja, da ist nichts los. Ist ja auch logisch. Ja, in späteren Videos zeige ich euch dann mal den Vierspieler-Modus und andere Kurse und ja, mal sehen, was alles noch kommt. Das war nur mal ein kurzer Einblick in Shoot Online. Ciao!